Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Farm Simulator 2022. Der Danny spielt das. Ich habe mir heute mal einen anderen Hof ausgesucht, weil das einfach einfacher ist, überhaupt um mal hier reinzukommen. Und unsere erste Aufgabe besteht darin, uns hier in diesen Mähdrescher zu setzen und das Feld zu ernten. Und genau das werden wir jetzt mal tun. So. Also gut, hänge das Schneidwerk der Erntemaschine an, das direkt vor der Maschine steht. Die Hilfe in der oberen Linke zeigt dir alle verfügbaren Funktionen an. Okay, ankuppeln. Gut, fahre jetzt den Ernter aus und schalte ihn an, um das Schneidwerk in Bewegung zu setzen. L, B und A. So, haben wir das jetzt? Drescher anschalten, X. Das haben wir. Schneidwerk senken, B. Los, B. Jetzt bist du bereit für die Ernte. Fahrer vorwärts. Ah. Funktioniert das jetzt? Ja, wir ernten anscheinend. Wunderbar, es scheint zu funktionieren. So. So, das haben wir soweit, aber da ist ja noch mehr zu ernten. Ach. Mal. Hilfe einstellen, B. So. Schneidwerk senken. Drescher anschalten, X. So. Nicht fertig hier. Und auf die andere Seite, beziehungsweise den Rest des Feldes. So, denken. Anschalten. Wunderbar, das klappt doch sehr, sehr schön. So. So, Eva ist schon fertig, sehr schön. Aber dann machen wir hier unser Feld fertig, wenn wir schon mal dabei sind. So, dann Schneidwerk senken und einschalten. Ah, das sieht doch sehr, sehr schön aus. Wunderbar.
Ah, da unten läuft doch so eine Prozentzahl ab. 13% haben wir abgeerntet. 14%. Also machen wir auf jeden Fall alles richtig. Das ist sehr, sehr schön. Ja, stehen wir eigentlich gut davor. Ja, können wir denken. Gucken wir links liegen. Ja, das sieht sehr, sehr schön aus. Oh, da haben wir eine Reihe. Ei, da müssen wir gleich nochmal lang. Da haben wir eine, lassen wir eine ganze Reihe stehen, das ist nicht gut. Da müssen wir nochmal ran. Sieht sehr gut aus. Ja, sehr gut. Sehr gut, dann können wir senken. Und weiter geht's. So, das haben wir auch. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Das scheint alles sehr zu funktionieren.
haben wir es ja fast geschafft. Prozent haben wir erledigt. Sinken. Auf geht's. So, dann heben wir das Ganze mal, schalten das mal ab. Und dann schauen wir mal, ob wir wirklich alles abgeerntet haben. Da ist noch eine ganze Reihe über. So, ich würde sagen, unser Feld ist fertig. Frisch abgeerntet. Können wir das Gerät hier wieder abstellen? Stellen wir das mal hier am Feldrand ab, oder? So, dann gehen wir mal da hinten hin, wo diese grüne Säule ist. Die hat bestimmt was zu sagen. Abgeerntete Felder müssen gegrubbert werden, bevor sie erneut besät werden können. Dieses Feld wurde vor kurzem geerntet und braucht nun jemanden, der es grubbert. Steige in den Traktor ein und kupple den Gruber an, der dahinter steht. Ah, okay, dann machen wir das. Hey, Blöcksch, willst du denn? Wo steht das Ding denn da im Weg? So, ich würde sagen, machen das mal chronologisch hier. Ist nämlich so ein bisschen blöd geworden.
Ich muss da nochmal. Und dieser komische. Der steht da im Weg rum, ja. Lass mal irgendwie an die Seite schieben. So, machen wir es so. Hier die eine Stelle da noch. So, dieses blöde Gewicht, das brauchen wir doch gar nicht. Stelle einen Helfer ein, der die Aufgabe beendet. Jetzt wechseln wir direkt zu einem anderen Traktor mit der Durchwahlfunktion. Kannst du durch alle deine Fahrzeuge blättern. Suche so lange, bis du zum Traktor gelangst, neben dem das nächste auch gut aussuchen. Gegruppelte Felder sind bereit besät zu werden. Dazu benötigst du eine Sämaschine. Steige wieder in den Traktor und hänge die Sämaschine an, die dahinter steht. Okay. Ach, immer der falsche Knopf. Die Sämaschine, die du gerade angehängt hast, ist bereits mit Saatgut befüllt. Wenn dir das Saatgut ausgeht, musst du es mit Saatgutsäcken auffüllen. Du kannst diese beim Händler kaufen. Zeit zum Säen. Da es August ist, kannst du zurzeit nur Raps anpflanzen. Wechsle das Saatgut, welches dir unten rechts im Bildschirm angezeigt wird. Dreimal bis Raps gewählt ist. Das Raps-Symbol ist eine kleine gelbe Blume. Aktiviere und senke danach die Sämaschine und fahre übers Land. Gut. Sämaschine aufklappen. Saat wählen. Weizen, das muss ich erstmal. Gerste, Hafer, Raps, das haben wir. So, Sämaschine. Sämaschine anschalten. Thank you.
So, Sämaschine sinken. Lass du das den Dreh raus. Wenn du magst, kannst du später weitermachen oder einen Helfer einstellen. Aber die Arbeit, der die Arbeit erledigt. Okay. Ach, eine Frau. Eine Frau sitzt da drin, macht das jetzt. Ja, wie geil. Seht euch das an. Haha, fett mit Sonnenbrille. Was geht? Das gibt's ja nicht. So, das ist jetzt unser nächster Job. Wenn der Tank des Dreschers voll ist oder auch vorher, kannst du den geernteten Weizen in den Anhänger abladen. Springe in den Traktor und kupple den Anhänger an. Ach. Fahre links neben der Erntemaschine her, bis du auf gleicher Höhe bist. Und öffne die Plane des Kippers. Dann fährt das Abtankrohr des Dreschers aus und wenn der Anhänger in der richtigen Position ist, wird der Meizen automatisch abgetankt. So, okay. Ist doch die Mesche, der Drescher, ne? Kann ja nur. Oder wo muss ich jetzt hin? Ich geht's gerade nicht durch. Ich bin jetzt ein bisschen. Oh, ich gegen meine Maschine gefahren. Wo muss ich jetzt hin? Sorry Leute, aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Blick jetzt gerade nicht durch. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ja. Wassertank.
Wenn der Tank des Threshers voll ist oder auf Feuer. Fahre links neben der Erntemaschine her, bis du auf gleicher Höhe bist. Und öffne die Plane des Kippers. Ich komme gerade nicht mit. Sorry, aber ist so. Ist doch der Einzige, der noch fährt.
Rohr ausfahren. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt muss ich den Trecker da nehmen. Echt nicht einfach, ey. Mein Gott. Boah, ey, wisst ihr was? Das ist wirklich nicht einfach. Großartig, der Weizen wird in deinen Anhänger gekippt. Warte, bis der Verladevorgang abgeschlossen ist. Fahre deinen Traktor dann zum markierten Punkt auf der Karte und berühre dort das Ausrufezeichen. Sehr schön, das funktioniert. Das ist doch schon mal was. Daneben ist auch nichts gegangen? Geil. Den habe ich ja doch hingekriegt. Da, wohin muss ich jetzt? Warte, bis du fahre deinen Traktor dann zum markierten Punkt auf der Karte und berühre dort das Ausrufezeichen. Markierten Punkt auf der Karte. Wo ist jetzt die Karte?
Seht ihr hier irgendwo ein Ausrufezeichen? Ich nicht. Welchen markierten Punkt denn? Ey, wenn ich das mal finden würde, ja. Schlafen, das wollen wir ja nicht. Aber das ist das einzige Ausrufezeichen. Ich weiß sonst nicht wohin. Ehrlich nicht. Ach da, jetzt sehe ich es erst. Sorry Leute, ich bin manchmal ein bisschen blind, glaube ich. Da ist die Säule, ja. Sorry. Fahren wir da eben hin. Ich hab's echt nicht gesehen. Vielleicht bin ich auch. Ich sag lieber nichts. Manchmal ist es so, ne? Ziemlich weit weg. Aber egal, fahren wir da mal hin. Ja, wir sind so ein Trecker. Metz 40 können wir gar nicht fahren. Ist halt so. Fahren wir mal ein bisschen rechts, damit die überholen können, die Autos. Müssen wir aber die ganze Straße hier benutzen. Scheint auch im Moment noch relativ gutes Wetter zu sein. Was mich interessieren würde, ob es wirklich anfängt zu regnen hier in diesem Spiel, ob es da wirklich Wetterphänomene gibt. Ob Schnee, ob Eis, ob Regen, Sturm oder was es auch immer gibt. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ist jetzt hier links, rechts? Ich denke schon, ne? Kommen wir mal hier rechts rein. Das müsste ja dann gleich kommen. Da kommt uns einer entgegen. Ja, das mit der Steuerung klappt jetzt auch schon viel besser. Also
Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Obwohl, da läuft eine Fußgängerin. Was hat die denn vor? Will die sich umbringen? So, jetzt müssen wir mal schauen. Da müssen wir rein. Die gehört bestimmt hier zu dem Hof und hat ja schon auf uns gewartet. Ja, es geht hier bergauf. Das ist natürlich ein bisschen schwierig mit dem vollen Anhänger. So, da wären wir. Diese Abladestelle ist einer der Punkte auf der Karte, wo du deine Ernte verkaufen kannst. Du kannst diese Preise aller Produkte im Menü im Fenster Finanzen ansehen. Fahre mit dem Traktor vorwärts, bis der Anhänger direkt auf der Grube steht. Sobald das Abladesymbol unten rechts auf dem Bildschirm erscheint, kannst du deinen Weizen abkippen und damit verkaufen. Sehr nice. Dann wollen wir das mal machen, um hier was kaputt zu fahren, weil sonst verdiene ich nichts. Überladen, starten. RB und Y. Nee, das wäre doch daneben gegangen. Ich war noch ein bisschen weiter vor. Das wäre aber schief gegangen. Das sieht schon viel besser aus. Das wäre aber tief, tief schief gegangen. Das sieht schon viel besser aus. Gut gemacht. Das Verkaufen der Ernte ist die Haupteinnahmequelle eines Landwirts. Fahren wir schnell zum Händler, wo das letzte Ausrufezeichen auf dich wartet. Wie immer zeigt die blinkende Raute dessen genaue Position an. Sehr gut. Dann wollen wir mal weiterfahren. Müssen wir nur schauen, ob wir die Säule erkennen und wir wissen, wo wir hin müssen. Da sehe ich noch. Da hinten. Fahren wir da hin. Dann fahren wir da jetzt hin. Ich denke, das wird dann auch die letzte Aktion sein. Schon wieder eine Dreiviertelstunde zu Gange hier. Ey, sag mal. Ey, was ist denn mit euch jetzt los hier? Merkt ihr es noch? Ich glaube, ich spinne, ey. Der eine läuft mitten auf der Straße. Der eine überholt mich von rechts. Ey, was geht denn hier ab? Ich bin nur mal ein Trecker. Ich kann nicht so schnell fahren. Tut mir leid. Scheiße, ich glaube, ich fahre falsch. Oder komme ich da noch rüber? Ich glaube, wir fahren da hinten runter. Rechts, weg runter. Dann komme ich da auch hin. Ja, sieht sehr gut aus. So, dann müssen wir rechts. Ja, genau. Rechts überholen, ihr habt sie doch nicht mehr alle, ey. Rechts überholen ist in Deutschland verboten. Aber, ach ja, ich vergaß, das spielt ja in Amerika. Da ist das vielleicht erlaubt. Ich weiß es nicht. Irgendwie die Säule aus dem Augen verloren. Da ist sie. Wie komme ich denn da hin? Ah. Ne, das ist doch mit Sicherheit. Das ist nicht gut. Wenn du durchs Wasser fahren? Jo, mein Trecker kann durch Wasser fahren. Gut, das war jetzt auch nicht besonders tief. Komme ich denn da bloß hin, wo ich hin will?
Stoppschild überfahren. Das ist nicht gut. Ah, wir kommen der Sache näher. Das ist sehr gut. Entschuldigung. Jetzt muss ich nur irgendwie da rüberkommen. Mein Gott, was eine lange Fahrt. Ich muss da irgendwie rüberkommen auf die Hauptstraße. Wenn ich hier gleich quer bis Feld fahre, ist mir auch wurscht. Ich habe einen Trecker. Ich glaube, das mache ich auch. Vielleicht komme ich ja wirklich da hoch mit. Das wird schwierig. Aber nicht für mich. So. Komme ich da jetzt hin? Hier runterdause? Oh Mann, ist doch mit Sicherheit nicht gut. Wieder auch mal irgendwann da ankommt. Ist jetzt nicht ganz hasenrein, was ich mache, sehe ich vollkommen ein. Habt ihr alle recht, aber ja. Im Simulator darf man das. So, da wären wir. Querfeld ein. Ja, bleib doch mal stehen. Hier kannst du deine Fahrzeuge und Geräte verkaufen oder neue Ausrüstung kaufen. Du kannst den Händler entweder persönlich aufsuchen, indem du das Einkaufssymbol aktivierst, oder du rufst ihn über das Shopmenü auf. Und das war's auch schon mit unserer Tour. Sieh dir das Hilfemenü an, um tiefergehende Informationen zu erhalten. Bleibt nur noch dir viel Erfolg und Spaß in der Welt der Landwirtschaft zu wünschen. Ja, das war das. Machen wir mal ein bisschen Platz, damit ihr da rein kann. Und ob wir uns nächste Woche im nächsten Video was kaufen oder nicht, das weiß ich noch nicht genau. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal hier drehen, damit ich den Trecker da vernünftig abstellen kann. Lieber Clever Motors. So. Wird hier noch ein schickes Foto machen? Ach nee. Was passiert denn eigentlich, wenn ich F3 drücke? Ach, nix. Auf jeden Fall mache ich jetzt noch ein schickes Foto. Und hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal, euer Denny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.